Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute ist ganz ein spezielles Goldmittwochstudio. Und zwar nicht nur, weil es an einem Freitag kommt, sondern weil wir heute ein paar interessante Fragen beantworten, die von kritischen Konsumenten immer wieder an Coop gerichtet werden. Wir haben darum einen besonders kompetenten Mann zu unserem Studio eingeladen, nämlich den Herr Dr. Kohler, Direktionspräsident von Coop Schweiz. Herr Dr. Kohler, die Konsumentenfreundlichkeit eines Unternehmens misst sich ja nicht nur nach dem Preis und nach den vielen Angeboten, sondern auch danach, glaube ich, das ist besonders wichtig, dass der nächste Laden nicht zu weit weg ist. Trotzdem sind jetzt aber viele Leute immer wieder mit Ladenschliessungen konfrontiert. Ja, das ist tatsächlich ein Problem auch für uns. Aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass Coop von allen Organisationen in der Schweiz das weitverbreiteste Ladennetz unterhaltet. Wie viele Coop-Läden sind das? Das sind mehr als 1'500 Läden. Grosse, aber sehr viele auch kleine. Verteilt über das Land, in den Stadtquartieren und in den Stadtzentren. Und ich darf hier schon betonen, dass Versorgen von so einem vielschichtigen und weit verzweigten Ladennetz für Coop sehr grosse tägliche Leistung darstellt. Wir haben darüber, über die Warenverteilung, einen kleinen Film gedreht. Wir sind hier im Coop-Zentrallager in Pratteln bei Basel. Da werden jährlich über 100.000 Tonnen Ware abgepackt, gerüstet und an die 23 Coop-Regionallager spediert. Zum Beispiel nach Châteauneuf. Von diesem Coop-Regionallager aus wird auch der entfernteste Coop-Laden im Wallis trotz hoher Transportkosten täglich beliefert. Schon heute Abend muss diese Lieferung vor Ladenschluss in Zermatt sein. Der Autotransport mit dem Container erreicht Wisp. Dort erfolgt der Bahnverlad, welcher äußerste Sorgfalt und Präzision verlangt. Der Container wird mit einem Kran vom Lastwagen direkt auf die Brieg-Wisp-Zermatt-Bahn verladen. Und weiter geht's durchs Mattertal mit dieser Schmalspurbahn, welche eine Höhendifferenz von 1000 Metern überwindet, hinauf nach Zermatt. Ein letztes Mal muss auf diese umweltfreundlichen Hubstapler umgeladen werden, welche die Lieferung zum Coop-Laden Zermatt bringen. Trotzdem ist bei Coop in Zermatt ein Kilo Zucker gleich günstig wie in Basel. Aber Sie sehen, dass das Aufrechterhalten von so einem Laden verhältnismäßig aufwendig ist und dass es gewisse Voraussetzungen braucht, dass man ihn offen behalten kann. Wir von unserer Seite wollen das tun, so weit wie möglich. Wir wollen sogar solche Läden noch erweitern und modernisieren. Aber es braucht auch das Mitwirken vom Konsument, in dem Sinn, dass er mithilft, so einen Laden zu pflegen. Die Inkraftsetzung der Lebensmitteldeklaration lässt weiter auf sich warten. Die Konsumenten möchten aber gerne wissen, was sie kaufen. Wie hält es Coop mit den Deklarationen? Der Konsument hat das Recht, präzise und umfassend über das informiert zu sein, was er kauft. Darum haben wir, um ein Beispiel zu bringen, bei den Satrap-Haushaltgeräten zusammen mit Konsumentenorganisationen klare Deklarationen entwickelt. Wir werden das Gleiche auch tun auf dem Lebensmittelsektor, und zwar ab 1978 auf all den Lebensmitteln, die wir selber produzieren. Und auf denen, die vorgepackt sind, werden wir auch genaue Angaben machen darüber, wie lange sie frisch sind. Man hört immer wieder von sogenannten Lockvogelangeboten im Detailhandel. Gehören Coop-Aktionen auch dazu? Nein, Coop verkauft keine Lockvögel. Was wir im Rahmen der Aktionen anbieten, das sind Produkte, die der Konsument eigentlich braucht, was wir zum sogenannten Grundsortiment gehören. Der Konsument weiss bei uns auch genau, wenn eine Aktion anfängt und wenn sie aufhört. Dass sie so preisgünstig sind, das liegt daran, dass man Produkte für Aktionen sehr konzentriert und gezielt einkaufen kann. Eine Coop-Aktion ist also eine echte Leistung gegenüber dem Konsument. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Sendezeit geht leider zu Ende.
Herr Dr. Kohler, darf ich Ihnen noch Schlusswort übergeben? Dankeschön. Wir haben zusammen ein paar wichtige Probleme können streifen. Aber es bleiben natürlich eine Reihe von Fragen. Wenn Sie etwas auf dem Herz haben, schreiben Sie uns doch bitte. Und zwar an Coop Mittwochstudio, Postfach 40 99 Basel. Wir werden alle Fragen persönlich beantworten. Zum Schluss bleibt mir noch eins. Ihnen alle fürs 1978 von Herzen alles Gute zu wünschen.